Yo, ich bin zurück, Bruder. Diesmal mit richtigem Musikvideo, mit freshen Beats und so. Hau mal ein bisschen Gitarre rein, Alter. Yeah. Abdullah Demir parodiert in seinem Video den Rüpel-Rapper Haftbefehl und ist damit erfolgreich. Ich habe alle deine Lieder von die Internet geladen. Also als ich das letzte Mal bei YouTube vorbeigeschaut habe, bei meinem Video Gibt dich die Rest, hatte ich schon 44.000 Klicks und das ist der Hammer. Also ohne, dass ich groß Werbung machen musste, hatte ich so viele Klicks. Fühlt sich toll an. Aber wie genau ist eigentlich dieser Hausarrest entstanden? Also vor meinem Filmstudium hatte ich auf YouTube auch schon ein paar Videos produziert, unter anderem Satiren von verschiedenen Fernsehformaten wie Mitten im Leben. Und bei einer dieser Satiren ist Hausarrest entstanden, ein erfolgloser Rapper, der Haftbefehl nachmachen will. Man kann mich nicht vergessen, komm Bruder, lass uns Döner essen. Abdullah parodiert zwar gerne Prolls, er selbst weiß aber ganz genau, was er will. Er lernt das Handwerk des Filmemachens an einer Hochschule. Das hilft ihm, seine Parodien professionell umzusetzen. Der 22-jährige Yusuf ist das schwarze Schaf der Familie Dengisis. Er ist sehr schlecht in der Schule, ziemlich aggressiv und hat ganz andere Vorstellungen als sein Vater. Denn der größte Traum von Yusuf ist es, Rapper zu werden. In seinem neuesten Werk klärt Abdullah Demir seine Zuschauer über die türkische Sucuk auf. Eine Rindswurst mit Knoblauchgeschmack. In der Combo, bitte erzähl mich, was geht bei dich sonst so? Wir sind Dream Team, du machst große Augen. Komm, probier Sujuk, ich schwör's, wird dir taugen. Es geht los, ran an die Teller. Ich hol noch kurz Sujuk aus dem Keller. Sujuk ist die beste Wurst der Welt. Also, was man liebt, Sujuk. Jeder, der Sujuk probiert hat, kann gar nicht mehr ohne Sujuk. Sucuk ruft zwar Glücksgefühle hervor, aber trotzdem birgt die türkische Köstlichkeit auch eine Gefahr. Bitch, ist kein Sucuk, weil es aus dem Mund stinkt und mich umbringt. Komm, ist Sucuk, Bro, ist Sucuk. Bitch, okay, ist Sucuk. Doch du, wenn du Zähne putzt und Mundwasser schluckst, komm. Erst der coole Rapper, dann der Wurstliebhaber. Abdullah hat sich bewusst für Comedy und Satire entschieden. Also ich mache lustige Videos, weil man mit Humor viel mehr Menschen erreichen kann als mit ernsteren Sachen. Und ich habe auch vor, nach dem Filmstudium mich mehr in Richtung Integration zu entwickeln und dort humorvolle Filme zu produzieren. Abdullah will mit seinen Videos anders als gewöhnliche Satiren- und Comedy-Beiträge sein. Er baut um Alltagsgegenstände kleine Geschichten und würzt diese mit klischeehaftem türkischen Verhalten. Der Appetit ist ihm noch lange nicht vergangen.